Schön, ne? Ja, wir sind auf der Schwäbischen Alb angekommen mit einer Fuhre Bienenvölker im Hintergrund. Man sieht es wahrscheinlich kaum, fängt gerade Raps an zu blühen. Der Himmel, der Wind, Vogelgezwitscher, Bienen summen, ein bisschen Sonne und dann vor allem diese Landschaft. Ne? Also mir gefällt das unheimlich toll, ne? Also das muss ich sagen, im Studium waren wir ja viel mit dem Fahrrad auf der Alp unterwegs, auch schon in der Jugend und so ein bisschen. Ich finde es einfach schön. Hier kann man sich ja ganz gut wohlfühlen. Ja, wie gesagt, die Bienen stehen jetzt da, sehen ganz toll aus, sind in der Regel zwei besetzte Honigräume mit Bienen, zwei ja, relativ leere Honigräume mit Bienen. Wir haben jetzt alle noch ein bisschen Futter mitgebracht, entweder was sie gesammelt haben daheim oder sie haben noch, weil das sind eineinhalb Gruppen, also es ist nicht ein Standort, das sind praktisch eineinhalb Standort, wo ich geladen hatte, und der andere Standort, der war ein bisschen mickriger vom Futter, den habe ich im Vorfeld noch gefüttert. Ja, warum mache ich das nicht hier am Wanderziel? Ja, muss ich ja das Futter mitnehmen. So bin ich fix und fertig, lad auf, kann nichts vergessen, muss nichts vergessen. Und man weiß es ja nicht, ne? Das Wetter hatte sich einfach angeboten, die vorab zu füttern. Und hätte ja auch sein können, dass es jetzt anfängt zu regnen, zu stürmen. Und ja, da geht man dann natürlich auch gerne heim, ne? Muss man sagen. Da will man dann jetzt nicht unbedingt noch füttern, auch wenn es kein großer Aufwand zeitlich ist. Ja, ihr seht es ein bisschen. Sie sind ganz locker aufgestellt, da drüben acht, hier einer. Einfach so ein bisschen in die Ecken rein. Das ist natürlich dann auch später beim Mähen nicht stört oder möglichst wenig stört, dass sie auch windgeschützt sind, aber dennoch sonnig. Also ich denke, also normal achte ich da beim Raps nicht so drauf, aber dieses Jahr mit diesen frischen Temperaturen bisher habe ich es jetzt schon so geschaut, dass wir ein bisschen windgeschützt sind und vor allem auch, dass die Sonne drauf scheint, dass wir vielleicht die ein oder andere Stunde mehr Sammelflug uns da erschleichen. Ja. Ja, es ist jetzt hier so der Standort. Gibt es ja auch immer die Diskussion, wie viele Bienenvölker stellen wir an einen Standort beim Raps. Es ist jetzt so, hier mein unmittelbar in der Nachbarschaft steht im Prinzip ein Rapsacker. Die sind aber noch im Prinzip drei oder vier in Flugweite. Und schön hier, ne? Sogar der Löwenzahn macht seine Blüten auf. Er ist richtig, für dieses Jahr ist richtig Sommer. Ich habe mich hab ein Weilchen überlegt beim Abladen, tue ich sie aufteilen an die verschiedenen Äcker. Habe mich dann aber dagegen entschieden, einfach weil das hier schön windgeschützt ist, schön sonniger Standplatz ist und eigentlich alle im Einzugsgebiet mit der Bienen liegen. Die aufzuteilen wäre jetzt im Prinzip für die Bestäubung vielleicht, oder das war so meine Überlegung, ne, dass auch der Landwirt da mehr Nutzen hat. Aber wie gesagt, ich habe mir das dann nochmal auf Google angeschaut mit Entfernungen, angeschaut mit den Entfernungen und habe mich dann entschlossen, dass das ja eigentlich Luftlinie wirklich nicht auseinander ist und dass wir die hier zentral stellen. Die anderen Standorte werden alle ein bisschen schattiger bzw. an der Hauptstraße. Und Hauptstraße ist halt immer so eine Sache. Das ist eine Durchgangsstraße, Bundesstraße. Ne? Ist halt immer so eine Sache, da weiß ich halt nicht, wer fährt da vorbei. Also ich fühle mich da nicht ganz so wohl. Mir ist noch nie was passiert, aber ich fühle mich da einfach nicht so wohl. Und da schaue ich mir immer
lieber einen anderen Fleckchen aus. Und gut, ich meine, klar, man, heutzutage hat man die Technik, da sichert man die Bienenvölker auch ein bisschen. Ganz gefeit bis nie, aber mit einem Foto, einem Video von irgendeinem Autokennzeichen hilft man ja hoffentlich auch manchmal weiter. Ich schwenke euch jetzt rum, ich bin jetzt gerade mal hier zum ersten Rapsacker gelaufen. Ne? Also man sieht, hier ist die Vollblüte noch total weit entfernt und ist ja auch schön. Ne? Also ich hoffe mal wieder, oder ich denke mal wieder, das Wetter soll ja ein bisschen wärmer werden, dass uns die Schwäbische Alb hier ein bisschen mal wieder rettet. Also ja, es ist einfach eine wirklich schöne Lösung, ne? Das muss man sagen, unsere Lage hier Region Stuttgart, Voralbland, also Schwäbische Alb, ist einfach schön, ne? Wir haben daheim klein strukturiert, viel Wald, viele Lichtungen, haben den Schwäbischen Wald vor der Haustür, haben die Schwäbische Wald mit dieser Höhenstufe vor der Haustür, haben eigentlich selber auch das Remstal oder das Vilstal und den Schurwald auch wieder als Höhenstufe, den man zur Not auch nutzen kann. Aber wie gesagt, haben wir jetzt noch nicht gemacht und gebraucht. Ja, und gut, Nachteil ist natürlich dicht besiedeltes Gebiet. Ja, da ist es hier schon anders. Ne? Ja, jetzt zeige ich euch noch ein paar Eindrücke. Dann will ich noch ein Bienenvolk nachschauen. Das ist mir, ich kann es euch nicht sagen, beim Abladen habe ich da so ein Gefühl gehabt. Und das will ich mir jetzt noch kurz anschauen. Da nehme ich euch mit, wenn ich das hinbekomme. Ich habe leider außer der Kamera nichts dabei. Und dann schauen wir uns das mal zusammen an, ob mich mein Gefühl getrügt hat oder ob das Gefühl richtig war. Also, bis gleich. Ach so, ja, natürlich wieder am Start, ne? T4 Synchro, Baujahr 98. Ja, super schönes Auto, jedes Matschloch, richtig stabiles Blech. Vor allem viel Blech, wenig Kunststoff. Ja, mein absoluter Favorit. Billig im Unterhalt, tausendfache Ersatzteile. Ich repariere es ja selber. Man kommt überall eigentlich ziemlich gut hin. Das einzigste Problem, wo er hat, das sind die PS. Ja, hier die Alb rauf mit dem Anhänger voll Bienenvölker. Ja, da kann uns manchmal auch einer der modernen Schlepper sicherlich überholen. Aber wir lassen uns da nicht aus der Ruhe bringen. Überladen sind wir nicht vom Gewicht her. Wir zuckeln da halt vor uns hin. Ja. Also jetzt schauen wir das Bienenvolk an. Ich habe mir das notiert, wo ich mein Gefühl, mein Bauchgefühl mir sagt, hey, schau da mal nochmal nach. Dann machen wir das doch jetzt gleich mal. Gucken wir mal, ob wir Rauch brauchen. Ja, das gefällt uns schon mal ganz und gar nicht. Ja, so wirklich gefällt uns das. Soll ich jetzt einen Raucher holen oder nicht? Ja, das kriegen wir so hin. Jetzt fängt es auch an zu regnen. Und dann der Transport
Naja, da fällt uns einfach auf. Irgendwas ist hier nicht so ganz in Ordnung. Brut habe ich aber gesehen, Stifte auch. Ist auch relativ schwach. Ja. Das kann natürlich sein. Oh, ich bin ja auch blöd, ne? Hab ich mir doch vermerkt, dass das genau. Ey Jungs, ich nehme doch immer am Bienenstand, ich nehme doch immer so ein oder zwei Reservevölker mit. Ja, wenn irgendwie was passiert, die Königin abgeht oder ein Schwarm kommt. Also einfach das was an Reserve da ist, wo nicht so stark ist. Um einfach so Sachen zu retten, ja, oder andere Völker zu retten oder zu sanieren, dass man da alles dabei hat. Und klar, das bekommt auch zwei Honigräume. Ich war schon total, aber zu früh aufgestanden. Ich war schon total stutzig, wo die Bienen aus dem Honigraum hin sind. Aber klar, nee, das kriegt auch zwei Honigräume drauf, weil dann habe ich Materialreserven schon da und muss mir nicht dann später einfach das Auto vollpacken. Und ich sag's euch, wie oft mir die zwei Honigräume, die da nutzlos rumstehen, oder dieses eine Bienenvolk, wo eben eigentlich kein Honigertrag sammelt, aber einfach da ist mit Brutwaben, mit einer funktionierenden Königin, wie oft es mir schon die Arbeit sehr viel leichter gemacht hat. Also das kann ich euch nur empfehlen. Opfer diesen Platz auf Manninger für ein Bienenvolk, das euch mit einer jungen Königin, mit einer Brut, mit der Reserve Honigräumen einfach im Zweifel den Hintern retten kann, ja, oder euch das Leben einfacher macht, euch vom Fuschen abhält. Euch das Fuschen. Von mir, das müssen wir aber zumachen, weil es fängt an zu regnen. Sonst muss ich doch noch einen Raucher holen. Da machen wir es mal zu. Ja, so, das soll es dann aber jetzt auch gewesen sein. Ich schwinge mich wieder in mein Gefährt und dann fahren wir heim. Hätte ich überhaupt einen Raucher dabei gehabt? Wahrscheinlich, in meinem grünen Bus ist alles. Also macht's gut, bis demnächst, wieder zusammen mit Katrin. Wahrscheinlich dann nach dem Urlaub, weil wir gehen jetzt erstmal eine Woche in Urlaub. Ja, mitten im Mai geht alles. Also Servus, ciao.